So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Wind Waker HD. Dieses Spiel ist ein bisschen dumm. Ja, ich bin ja letztes Mal ein bisschen verzweifelt hier. Achso, ich bin mal kurz rausgegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich eigentlich in die, in Anführungszeichen, falsche Tür gelaufen bin, glaube ich. Genau, ich bin nämlich links reingegangen, aber ich wollte ja eigentlich rechts rein. Aber egal, keine Ahnung, wo links fertig sind, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was wir hier machen müssen. Ich habe alles richtig gemacht, wir müssen es aber mit dem fucking Bumerang machen. Weil der scheinbar als einziger schnell genug ist oder so, ist ein bisschen dumm. Aber ja, eigentlich ist es ein Zelda-Rätsel. Da hätte man drauf kommen können, gebe ich zu. 1, 2, 3, 4. So. Meine Güte. War das viel unnötig? Egal. Ganon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Link, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon beschritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Sollst du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, geh an Bord des Bootes und steuere auf den dunklen Wirbel zu. Das ist nur dafür? Alter, ich bin so confused von diesem fucking Dungeon. Möchtest du fast denn Hilfe? Ich gehe jetzt aber nochmal hier rein, ey, ist mir alles noch scheißegal. Ich glaube, bei hier unten habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich peile das alles hier überhaupt nicht, was hier passiert. Es ist so fucking weird hier alles. Ah, warte mal. Warte. Ich habe eine Idee. Ah, ich glaube, ich weiß. Okay, warte mal. Ich muss ihn nochmal kurz besiegen. Ich weiß Bescheid. Ich habe da gerade eine Erinnerung. Erinnern uns ja noch was auf dem... Was auf dem Schild stand. Genau, pass auf. Das Schwert zeigt jetzt nämlich in die Richtung. Das heißt, die Tür wird, glaube ich, die richtige sein. Genau, das Schwert zeigt nämlich, glaube ich, in die Richtung, in dessen Tür wir rein müssen. Oh, ja, guck mal. Ha. Ich habe mich gerade regiert. Ich habe nicht nachgeguckt, ich schwöre. Mir ist gerade selber wieder eingefallen. Und ich habe nachgedacht. Aua. Warte mal, das ist doch... Prädestiniert, Leute. Okay, die killen sich alle schon gegenseitig. Ihr seid eh nur noch ihr da. Wobei. Autsch. Ich wollte eigentlich die Wirbelattacke gerade reinmachen. Ach, schön. Okay. Ah, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder Phantom Ganon gleich besiegen und der zeigt dann wieder auf die nächste Tür, in die wir dann rein müssen. Okay, got that. Sorry, hat ein bisschen gebraucht einfach, da war mein Hirn nicht so ganz bereit für scheinbar. Aber jetzt habe ich es gegettet. Und die andere Richtung scheint wirklich nur der Ausgang zu sein. Interessanterweise. Moin, wie auch immer der Richtige von euch ist. Man weiß es nicht. Ich wollte einen Wirbelattacke machen. Mein Gott. Erkennt man irgendwo dann den richtigen? Ah. Sehr schön. Da lang? Okay, ist es nicht die, wo ich gerade rauskam? Nee, wahrscheinlich nicht. I mean, das ist basically der gleiche Raum. Hoffe, dass ich hier gerade nichts übersehe. Aber ich muss in dem Raum noch irgendwas machen. Ach, Leute. Das Sterbegeräusch von denen ist super. Warum fällt mir das jetzt eher so? Hallo, Fee mal wieder. Guck, Link irgendwo an die Decke oder so. Hier ist ja aber auch nichts, also. Dann wird das schon richtig sein, einfach nur alle Gegner zu besiegen, I guess. Ich hoffe, dass es jetzt halt wirklich nicht, dass es der gleiche Raum normal gerade ist. Es verwirrt mich alles. Dieser Tempel verwirrt mich. Ja, aber soll er auch. Aber jetzt spielt er wieder Tennis. Tennis. Tennis.
So, ich merke mir jetzt mal, wo ich gerade stand. Hoffentlich. Er zeigt mir halt immer die gleiche fucking Tür an. Ey, das kann doch nicht sein. Vielleicht ist auch gerade einfach Luck, also einfach Bad Luck, sag ich mal. Dass es immer zufällig generiert wird. Oder ich übersehe hier irgendwas. Wahrscheinlich übersehe ich mal wieder irgendwas. Ich peil's nicht. Ich mache irgendwas falsch, bin mir 80% sicher. Dumme Scheiße. Warum müssen wir jetzt nochmal so kompliziert machen, Leute? Was soll das denn? Ja, ich kam aus der fucking Tür. Ich guck jetzt nach, Alter. Dieser Dungeon macht mich fertig. Ganz ehrlich, Leute. Was ist denn los mit dem Spiel? Warum stirbt dieses Spiel auf seinen letzten Metern so und macht einfach nur noch dumme Sachen, die man nicht versteht? Warum auch immer müssen wir dem Griff scheinbar folgen und nicht der Klinge. Wenn da steht, folge die Richtung des Schwertes, dann ist das in meinen Augen Rätsellösungsmusik, dann bedeutet das meiner Meinung nach dem Griff, also nicht dem Griff, sondern der Scheide folgen. Man nennt es nicht Scheide. Der Klinge. Jesus Christ Spiel. Also das, da würde ich mich nicht mal, da blame ich mich nicht mal, ganz im Ernst. Also das ist halt dumm. Was soll das? Warum so? Naja, gut. Wenn du meinst. Dennis! Bam! So, wo geht's diesmal hin? Perfekt. Jetzt kommt der Spaß wieder mal. Okay, jetzt haben wir schon lange nicht mehr. Gut, ein nötiges Opfer, würde ich sagen. Oh, da rein. Also ganz im Ernst, ne? So ein Bumerang sage ich noch, okay. Da hätte man drauf kommen können. Das ist so ein bisschen Zelda-Rätsel halt, klar. Der Bumerang ist halt der mal das gleichzeitig macht. Ja, wenn man Zelda nicht kennt, ein bisschen dumm, aber ich kenne ja Zelda, deswegen denke ich mir schon, okay, kann man drauf kommen. Aber warum der Griff? Ich meine, auch da kann man halt drauf kommen im Endeffekt, wenn man halt weiter probiert, ne? Aber ich finde das eigentlich dumm. Also meiner Meinung nach sollte es wirklich einfach das Klinge an sich sein. Wie nennt man das denn? Das, was nicht der Griff ist. Hey. So nämlich. So. Ja, wie müssen wir das machen, frage ich mich. Oh, das sieht nach Finale aus. Ja, die Tür ist leider zu, das ist das Problem an der Stelle. Oh. Oh, was ist denn da nochmal drin? Eine Map oder so? Kriegen wir nochmal eine Map? Oh, die Lichtpfeile, natürlich. Du kannst dich drücken von ZR zu ihnen umschalten. Die Kraft des heiligen Lichts ist nun mit dir. Geil. Ich glaube, da ist sogar nur die Tür offen. Genau, jetzt haben wir noch die Lichtpfeile, Alter. Warte, zack, zack. Die werden wir auf jeden Fall beim Endboss gebrauchen. Können. Zu dem wir jetzt vielleicht schon kommen. So. Oh, hallo. Wieder schreit er. Ja, wir haben nichts getroffen. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, genau. Machen wir die Form. Die ist besser. Damn, son. Oder Tennis. Tennisarm gerne, Alter. Ich habe einen getroffen, muss reichen.
Was ist gerade los, Alter? Warum treffe ich das nicht? Check ich nicht. Hallo, ich habe Gewirbelattackt. Ach, Spiel. Spiel stirbt gerade, glaube ich, ein bisschen. Geht doch. Jesus Christ. Sag mal, was ist gerade los? Ich kriege immer mein Tennis-Scannen hin. Man lässt sich auf jeden Fall nicht so viel, also nicht so leicht einschüchtern. Aua. Okay, ich muss da irgendwie, ich kann da ja irgendwann A drücken, also. Machen wir das einfach so. Ey, was ist denn gerade los? Das ging doch eben, war doch eben nicht so schwer. Danke, Link, dass du irgendwas anbietest, was gar nicht da ist. Ich hab grad wirklich Probleme. Genau, spiel mal Tennis. Alter, was ist gerade los? Oh, okay, das war aber echt schnell. Jetzt haben wir mal ein paar Herzen, würde ich sagen. Mann, Gennen! Fake Gennen. Mann! Ja, so wird das auch nichts! Alter! Da soll ich direkt die Lichtpfeile benutzen? Ich hab keine Ahnung, Mann. Versuche ich jetzt. Okay. Okay. Ich dachte wirklich erst beim Endboss. Na gut. Meinetwegen. Okay. Aber jetzt ist die Tür. Jetzt okay. Ich bin fast tot. Naja, was heißt tot? Ne? Ich habe ja noch. Ich habe auch Feen und alles Mögliche. Also alles fresh, aber trotzdem. Ich stell mich gerade an in diesem letzten Tempel. Eieieiei. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich habe jetzt eigentlich alles getan. I guess. Wenn wieder die Welt oberhalb des Meeres wirbelt zu. Das möchte ich aber nicht. Oh. Ach, jetzt zeigt's hier hin, oder was? Ach so, wahrscheinlich. Es leuchtet? Fragezeichen. Es leuchtet nicht. Ah. Heidewitzka, ey. So, Spiel. Wäre es, wenn du mir jetzt mal ganz viel Herzen gibst oder so? Ich mag das Spiel nicht. Badum. Er lebt noch. Ich brauche kein Mana, ich brauche Herzen, Mann. So. Danke. Jesus Christ. Dieser letzte Dungeon. Und keine Gefangenen. Bödem. Hallo Nimbusgarde. Oh Gott, du machst mich jetzt fertig, habe ich recht. Du finish mich jetzt off. Nein, Mann. Niemals! Gut. Freue mich auf die Fee gleich. Nett, wie du dich hinstellst, auf jeden Fall. Da kommen mal sogar 10 Herzen füllen die auf. Nett. Peinlich, peinlich. Peinlich, peinlich. Nochmal 2 Herzen, nett.
Na Leute, was geht ab? Der lebt noch. Wie alt Grant ist. Lustig. Achso, ich hätte ja auch gerade mal meine Schutzbarriere wieder auspacken können, ne? Vergesse ich immer. Also ein bisschen lame eigentlich. Ist ein bisschen lame. Zwei Nimbusgarden. Oh, warte mal, die will ich einfangen. Danke. Sind wir wieder wie vorher quasi. Ja, ich weiß, Spiel. Gott, habe ich irgendein Item gedrückt? Ich hätte die Fee benutzen können aus Versehen. Hill fucking F. So, das brauche ich. Ja, genau, das wollte ich. Oh Gott, zwei Nimbusgarden sind schon mies. Also die richtig fetten. Ich. Ja, okay. Komm schon. Quicktime Event. Warum rollst du, Link? Das ist scheiße. Ich dachte gerade, er wäre schon tot. Ach, Leute. Machen wir dich auch erstmal nackig. Schon tot? Ja, du bist schon tot, Alter. Was ist denn da los? Meine Güte. Was ein letzter Dungeon. Ich gehe kaputt. Wie spät ist es eigentlich gerade? 1947 schon. Leck mich am Arsch. Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen was vor. Ich dachte, es würde ja alles ein bisschen schneller gehen. Aber gut. So ist halt manchmal, ne? Sie ist eingeschlafen. Warte. Überstürze nichts. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr. 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 Und noch mehr. Mehr. Nichts als Meer, soweit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um einen zufriedenstellenden Fang einzuholen. Und an dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert, egal wie weit man auch schwimmt. Was waren doch gleich wieder die Worte des Königs von Hyrule? Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt. Und sie haben ein Volk hinterlassen, auf das es Hyrule eines Tages wieder aufleben lasse? Da sie nicht lache. Eine Handvoll Inseln im Meer und ein paar Menschlein, die nicht besser sind als das welk gewordene und zu Boden gefallene Laub eines sterbenden Baumes. Was können sie schon vollbringen? Versteht ihr es denn immer noch nicht, ihr kleinen Narren? Eure Götter haben euch verraten. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du dich als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Und jetzt tu mir den Gefallen und enttäusche mich nicht. Oh shit! Schön, wenn Zelda da schläft. Oh oh. Okay, oh, das riecht doch nach. Jop, danach. Fäden erkenne ich. Alter. Geil. Der Bumerang macht gleichzeitig gute Arbeit, ne? Der ist treu. Guck mal, der fliegt einfach genau dahin, wo ich sage, wohin fliegen soll. Gefällt mir. Ja, was ich schon mal spoilern kann, es ist nicht der Endboss. Also, das ist nur die erste Form, nennen wir es mal so. Da kommt noch mehr und wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen was
gameplay-technisch machen. Daran erinnere ich mich noch. Deswegen mache ich den jetzt nochmal eben schnell fertig, würde ich sagen, der Folge. Beim nächsten Mal dann quasi das Grande Finale. I guess. Der rote Faden muss wohl zum Fluss oder so. Blong. Alles zweimal treffen. Hm. Bisschen nervig, not gonna lie. Vielleicht das Treffen da? Nee. Ja. Achso, da ist er. Weiß nicht genau, was das Problem ist. Oder ich muss halt jetzt irgendwie... Er hängt komisch. Muss ich vielleicht irgendwie ranziehen oder so? Nee. Ja, ich bin mal wieder... Ich verstehe mal wieder nicht viel. Dong. Wie mache ich, wie durchtrenne ich denn den roten Faden da? Dang, dang. Huch, das war Fehler. Das klingt aber immer noch mal nach, dass sie hart dreht. Was ist da los? Hammer, warte mal. Was haben wir denn so für Items? Bomben? Nee. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch groß helfen sollte, irgendwie. Hier. Da haut auch direkt wieder ab. What the fuck war das? Da haut auch direkt wieder ab. Also irgendwie muss ich ihm ja dann Damage machen können. Ich finde seinen blauen Schwanz da schon sehr verdächtig. Ich versuche den gleich mal abzuknallen. Letzte Dungeon ist voller Mysterien. Hey! Hey! Lego City. Kannst du bitte aufhören, dich im Kreis zu drehen? Ich möchte deinen Schwanz treffen. Ja, das habe ich wirklich gesagt. Junge. Warte mal, vielleicht irgendwie... Oh, die Kamera ist halt echt manchmal scheiße. Dass Link dann einfach in eine andere Richtung guckt. Dum, dum, da, dum. Irgendwie war süß, wenn ich das einmal treffe, irgendwie. Was wird das? Okay. War richtig. I guess. Jetzt ist die Frage, ob das ein Lichtfall sein muss, aber ich lasse jetzt einfach über den Lichtfall, weil warum nicht? Ich krieg den Bader schon irgendwie zurück. Ich habe ja noch eine grüne Flasche dabei. Autsch. Das ist eine bedrohliche Kamera. Das ist halt ein bisschen nervig, weil wenn ich halt die Kamera, wenn ich halt das Bumerang werfe, guckt Link halt immer in die Richtung, wo er halt hinguckt und nicht, wo die Kamera hinguckt. Und das ist ein bisschen nervig. Das sorgt häufig auch mal dafür, dass ich dann erstmal fett in eine falsche Richtung gucke. So. Oh, du Schwanz, Alter. Als ob. Ich verstehe seine Geschwindigkeit nicht. Manchmal ist er so super schnell, manchmal lässt er sich einfach gechillt 2 Stunden Zeit, bis er wieder nach oben fliegt. Ja. Was ist passiert? Volltreffer. Sehr schön. Etwas anstrengend. Aber ist okay. Ich denke mal, alle guten Dinge sind 3.
Das heißt, in der Bedingung, dass ich jetzt direkt treffe, ist es vielleicht der letzte Versuch. Aber ich denke, diese Bedingung... Wow, Alter, danke, Bumerang. Ich mag den Bumerang. Der ist echt eine treue Seele. Ich weiß gerade... Ach cool, wenn ich... Ah, okay, okay. Ich habe gerade was rausgefunden. Wenn ich während des Flugs nochmal den Bumerang-Taste drücke, dann kommt der Bumerang sofort wieder zurück. Nett. Interessant, ich habe es mal geschafft, den Schwanz abzuballern. Bevor er... Okay. Bevor alles andere unten war. Bäh. Direkt weiter. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Egal. Hey, das ist so ein Topf. Wow! Warte, deine Schwachstelle ist da hinten. Okay, ich glaube, ich muss auf den Boden... Ah ja, okay. Klassiker. Klasse Zelda-Boss. Auf den Boden achten. Okay, ich muss wirklich mit Lichtfein treffen. Zack. Glaube ich. Ich mach's einfach. Schadet nicht. Ach ja. Oh, Mana. Nehme ich gerne. Aua! Echt getroffen? Peinlich. Zack. Und Phase 3. Jesus Christ. Okay. Ich würde fast behaupten, ich muss einfach nur noch ballern, aber irgendwie ist das eine ganz schöne Mana-Verschwendung im schlimmsten Fall. Deswegen kann ich wahrscheinlich nicht treffen. Nee. Ups. Ist ja die Frage, ob ich überhaupt mit Lichtfallen treffen muss, aber wahrscheinlich schon. Aber ich habe auch keine Möglichkeit, Mana wiederherzustellen, ne? Das ist schon hart. Aber vielleicht kriege ich dann einfach welche, wenn... Im Zweifel. Das kann ja nicht sein, dass mich das Spiel hier Mana-List list. Mana-List. Oh, ich habe ihn doch getroffen, okay. Autsch! Aua! Ich wollte eigentlich gar nicht das zweite Mal schießen, das war irgendwie ein Unfall. Alter, verschwindet doch alle! Vor allem du gerne. Jesus. Hab ich ihn getroffen? Nein. Versuchen wir nochmal Fallen zu ballern, aber ich glaube, das ist scheiße. Ich glaube, da passiert nicht viel. Aber nicht ewig Pfeile, ne? Jesus Maria. Die Wörter in dem Spiel sind übrigens echt scheiße. Also die dauert irgendwie echt viel zu lang, finde ich. Keine Ahnung, ich schlucke jetzt einfach mal den Trank. Wie Link guckt er da? Voll gerülpst. Ach, muss ja eigentlich auch irgendwie anders gehen. Ja, aber nicht so viele Möglichkeiten, sage ich mal. Bäm! Geil. Sehr gut, du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm.
Hat voll durch die eine Fläche da geklippt. Okay. Dann würde ich aber sagen, beende ich an der Stelle jetzt die Folge endlich. Meine Güte. Das war doch bald ein aufregender Kampf. Und ja, das nächste Mal dann auf jeden Fall, da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr viel kommen. Das Finale des Spiels. Oh mein Gott. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen und beim nächsten Mal machen wir gerne platt. Bis dahin. Ciao.